Klimaaktivismus ist kein Verbrechen. Es zeugt von der Beschränktheit der Rechtsaußenfraktion, wenn ihr zu diesem Thema nichts Besseres einfällt, als härtere Bestrafung derer zu fordern, die auf fundamentale Probleme dieser Gesellschaft aufmerksam machen. Es ist keine Bagatelle, weswegen Aktivistinnen die Autobahn blockiert haben. 500.000 Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in deutschen Supermärkten weggeworfen. Vieles davon in essbarem Zustand. Zeitgleich werden Menschen, die diese Lebensmittel retten und nutzen wollen, kriminalisiert. Kapitalistische Lebensmittelproduktion, das wird hier deutlich, heißt nicht, sich am tatsächlichen Bedarf der Bevölkerung zu orientieren, sondern billig überzuproduzieren und in den Handel zu werfen. Das ist nicht nur ernährungstechnisch eine Katastrophe, sondern ist auch mitverantwortlich für die Klimakrise. Es geht bei der Überproduktion nämlich neben der Produktion selbst auch um den Warenverkehr, um Wasser- und Landverbrauch, um Einsatz von Pestiziden und total pervers um die Aufzucht und Tötung von Tieren, von denen am Ende 20% in der Mülltonne landen. Aktuell sitzen aber nicht die Chefs derjenigen Konzerne, die solche verbrecherischen Verhältnisse mit Verantwortenden gewahrsam, sondern die Aktivistinnen, die dagegen protestieren. Wenn wir verschwendete Lebensmittel umrechnen in ihre ebenso verschwendete Produktion, landen wir bei einer kaum greifbaren Zahl von 4,4 Milliarden Tonnen CO2, die global jährlich in die Atmosphäre gepumpt werden. 352 Milliarden Bäume müsste eingepflanzt werden, um dies zu kompensieren. Wenn wir dann noch den Fakt dazu holen, dass jeden Tag ca. 10.000 Menschen weltweit an Unterernährung und den medizinischen Folgen sterben, wird klar, dass wir hier nicht über blockierte Straßen reden, sondern über ein globales Menschheitsproblem. Die Klimakrise mit all ihren Folgen wie Hungersnöte muss konsequent bekämpft werden. Viva Sozialismus! Viva! Es war nicht das erste Mal. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns mit radikalen Protestformen auseinandersetzen müssen. Protest muss manchmal provokant sein, manchmal muss er den sogenannten Normalbetrieb stören, denn sonst bleibt er letztlich unbeachtet und wirkungslos. Angesichts einer Situation, wo weltweit die verantwortlichen Politikerinnen wieder besseren Wissens zuschauen, wie unser Planet quasi mit 300 km/h in den Abgrund gefahren wird, erscheint die Blockade von Autobahnauffahrten noch als mildes Protestmittel. Schauen wir, und das hatte Herr Franco schon gesagt, schauen wir auf die Anti-AKW-Bewegung, die in ihren wilden Anfangszeiten brutaler Polizeirepression ausgesetzt war. Tränengas aus Hubschraubern, Stacheldrahtzaun und hochgepeitschte Polizeihunde verteidigten das Interesse des Atomkapitals gegen die Protestierenden. Es hat lange gedauert, aber 2011, im Nachgang der vorhersehbaren Katastrophe in Fukushima, war die Protestbewegung schließlich auf Hunderttausende angewachsen und Angela Merkel war gezwungen, den Ausstieg aus dem Atomausstieg rückgängig zu machen. Fortschrittlicher Protest lohnt sich und hat diese Welt schon oft verbessert. Auch die Feministinnen, die 2019 den Marsch der Abtreibungsgegnerinnen mit Sitzblockaden blockierten, wurden wegen angeblicher Nötigung vor Gericht gezerrt. Antifaschistinnen, die Nazis und rechte Aufmärsche blockieren, werden kriminalisiert. So auch die ehemalige Abgeordnete dieses Hauses, Canan Baydam und Hakan Taş. Deshalb unterstützten tausende Antifaschistinnen die Kampagne des Berliner Bündnis gegen Rechts. Wir sitzen, weil sie marschieren, gegen die Kriminalisierung von Sitzblockaden. Antifaschismus ist die Grundlage unseres Zusammenlebens nach 1945 und gehört deshalb nicht kriminalisiert, sondern in die Verfassung. Immer wieder werden linke antifaschistische Proteste kriminalisiert oder gesilenced, während rechte, rassistische, antisemitische Aufmärsche, Versammlungen oder Spaziergänge verharmlost werden. Aber wir brauchen die Proteste gegen menschenfeindliche Ideologien wie die der Rechtsaußenfraktion. Und wir brauchen die Proteste gegen ein Wirtschaftssystem, das die Lebensgrundlage der Menschheit zerstört. Die Klimakrise lässt sich nicht wegsperren, wenn wir nicht ganz grundsätzlich ein Wirtschaftssystem in Frage stellen, in dem Mensch, Tier und Natur für die Profite einiger weniger ausgebeutet werden, wird sich die Zerstörung unserer Lebensgrundlage fortsetzen, dann können wir davon ausgehen, dass unsere Kinder und Enkelkinder, ja auch ihre Kinder und Enkelkinder, in einer Welt leben werden, die heißer ist und in der Dürren, Überschwemmungen,
Wasserknappheit, Ernteausfälle und damit auch Hungersnöte Normalität werden. Statt Klima- und linke Proteste zu kriminalisieren, sollten wir Demokratinnen also gemeinsam handeln, um der Klimakatastrophe entgegenzuwirken. In der Berliner Koalition haben wir bereits jetzt konkrete Maßnahmen verabredet, die Klimaschutz gewährleisten sollen. Wir wollen uns von fossilen Brennstoffen unabhängig machen. Mit dem Kohleausstieg vor 2030, einer Solarkampagne mit Förderprogramm, dem Umstieg auf klimaneutrale Wärme. Dabei helfen ein kommunalisiertes Stromnetz und die angestrebte Kommunalisierung des Fernwärmenetzes. Denn Energieversorgung muss öffentlich, gemeinnützig und bezahlbar organisiert werden und nicht der Profitlogik unterliegen. Neben der Energiepolitik steht für uns auch die Mobilität im Fokus. Denn um von der autozentrierten Stadt wegzukommen, brauchen wir ein dichtes, funktionierendes, für alle bezahlbares ÖPNV-Netz. Der zügige Ausbau der Tramlinie ist für uns dabei besonders wichtig. Straßenbahnen ermöglichen einen umweltfreundlichen und kostengünstigen Transport. Fuß- und Radinfrastruktur müssen verbessert werden. Es ist vollkommen klar, Leute haben Lust, vom Auto umzusteigen. Das zeigen viele Untersuchungen. Aber wir brauchen eine gute Verkehrsinfrastruktur für alle. Zentral für den sozialökologischen Umbau des Berliner Verkehrs ist die S-Bahn. Sie ist das Rückgrat des ÖPNV und deswegen wollen wir sie kommunalisieren. Dafür sollen Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt werden und die Koalition hat sich verabredet, bis Herbst dieses Jahres ein Konzept für ein landeseigenes Verkehrsunternehmen vorzulegen, das den S-Bahn-Betrieb übernehmen wird. Wir haben im Koalitionsvertrag auch festgehalten, den Klimaschutz als Querschnittsthema in allen Politikbereichen zu berücksichtigen und diesen auch in die Landesverfassung mit aufzunehmen. Das ist mehr als nur Symbolpolitik. Das ist ein Versprechen der Koalition an die Millionen Menschen, die in den letzten Jahren mit Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und vielen anderen auf den Straßen waren. Wir werden die Klimakrise mit allen möglichen Mitteln bekämpfen. Alle unsere Maßnahmen im Koalitionsvertrag sind gute und wichtige Schritte auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt. Aber wir dürfen uns nichts vormachen. Um der Klimakatastrophe zu begegnen, brauchen wir eine schlagkräftige und breite soziale Bewegung, die weit über parlamentarische Maßnahmen hinausgeht. Denn wie schon gesagt, sitzen die Problemverursacher vornehmlich in den Chefetagen. Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte die Entwicklungsorganisation Oxfam einen Bericht, nachdem die reichsten 10% der Weltbevölkerung für mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Sie leben im globalen Norden, sind die Wirtschaft der Industriestaaten und beuten den globalen Süden aus. Das sind die wahren Kriminellen, die eine Welt in Chaos in Kauf nehmen, solange ihre Gewinne nicht gefährdet sind. Das sind die, die wir tatsächlich stoppen müssen. Kolleginnen und Kollegen, ich habe zwar nicht das Gefühl, dass der Redner gerade ein stimmliches Problem hat. Trotzdem ist es so, dass wir uns bitte gegenseitig zuhören und die Unruhe ein bisschen runtergefahren werden müsste. Auch die ständigen Zwischenrufe, die den Redner irritieren. Ich bin auch gleich durch, dann können Sie weiterschreien. Nicht ein paar Protestierende, also das sind die, die wir tatsächlich stoppen müssen, nicht ein paar Protestierende, die den Autoverkehr für einige Minuten stören. Am 25. März gibt es deshalb den nächsten globalen Klimastreik, auch hier in Berlin. Und auch die Klimakämpfe an anderen Orten wie in Lützerath, am Braunkohletagebau Garzweiler 2 in NRW gegen den Energiekonzern RWE gehen weiter, solange grundlegende Veränderungen ausbleiben. Es besteht kein Zweifel, dass es in Bezug auf die Klimakrise nur noch heißen kann, System Change, not Climate Change. Und lassen Sie uns in Berlin damit anfangen. Vielen Dank.